Die Panther gewinnen ihr Heimspiel mit 4:1 und ich darf Ihnen die beiden Herren neben mir vorstellen. Zu meiner Linken der Trainer der Münchner, Pierre Paget, und zu meiner Rechten wie immer Niklas Sundblad. Wir beginnen mit dem Statement der Gäste. Well, ich bin für fast sieben Jahre von DEL weg. Letztes Mal habe ich Ron Kennedy gesehen. Ja. So, Ingolstadt hat gut gespielt. Viele Mannschaften in unserer Liga spielen jetzt sehr gut. Ja. Düsseldorf spielt besser. Erste fünf Spieler, Krefeld, hat fünfmal in Folge gewonnen, dann viermal in Folge verloren. Unsere Liga ist sehr schwer. Vielleicht Mannheim und Köln sind jetzt die besten Mannschaften. Aber am Ende, es wird sehr interessant sein. Heute Abend, das ist nicht unsere Mannschaft. Warum? Vor heute Abend haben wir viermal in sechs Spielen gewonnen. Dann schlecht zu Hause gespielt und schlecht heute Abend gespielt. Aber das ist unsere Gesichter. Erste drei Spiele gegen Hamburg 3:2, 6:0, dann schlecht für zwei Wochen. Dann sehr gut und dann sehr schlecht für zwei Wochen. Das ist nicht akzeptabel, aber that's my job. Und am Ende, es wird sehr interessant sein. Heute Abend, Ingolstadt war besser. Ja, wir kommen zum Statement von Niklas Sundblad. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg und ja, deine Analyse bitte. Grüß Gott alle. Ja, zum Spiel heute Abend. War eine starke Leistung von der ganzen Mannschaft. Wir hatten verloren oben in Berlin und wollen richtig gut anfangen heute. Das haben wir gemacht mit viel Energie von Anfang an und wir kicken 1:0 und da sind wir zufrieden. Wir spielen hart, wir wollen aggressiv in unsere eigene Zone spielen heute und haben wir gemacht das ganze Spiel. Und dann kriegen wir Überzahl in der zweite Drittel, da 5 Minuten Strafe von München, dann schießt bis 2 Tore und 4:0 führen. Und da haben wir einen guten Start gehabt. Und Anfang der letzte Drittel, da holen wir die ganze letzte Drittel, holen wir so viele Strafseiten und wir sitzen auf Bank. Da, und dann kriegen München ein bisschen Energie und sind gefährlich mit seinem Überzahl. Wir sind einer der Besten in der Liga, aber wie gesagt, unsere Unterzahl da, sie hat auch sehr gut gespielt. Timo Pielemeier, glaube ich, einer seiner besten Leistungen diese Saison gehabt für uns. Und Eddie Rinke schießt sein erstes Tor in den DL. Und wir freuen uns über ihn. Aber ich bin zufrieden mit der ganzen Mannschaft für die Leistung heute Abend. Und wir waren vorbereitet für nächste Wochenende. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Niklas Sundblad. Damit geht es zu den Fragen der Presse. Spiel gewonnen, keine Fragen, wunderbar. Das nächste Spiel des ERC Ingolstadt gibt es am Donnerstag in Nürnberg gegen die Ice Tigers und das nächste Heimspiel gibt es dann am kommenden Sonntag gegen die Iserlohn Roosters, bevor es in die Länderspielpause geht. Bis dahin, eine gute Zeit, einen schönen Abend.